die Hauptattraktion Sazovir. Also, das möchte ich da schon betonen, Hauptattraktion seid ihr. Danke nochmal fürs Kommen. Ich hoffe, wir haben zwei super geile Tage. Und wir werden uns bei einem oder anderen Achterl einmal sehen, oder? Ja, auf alle Fälle. Heute auf Nacht auf jeden Fall. Heute auf Nacht auf jeden Fall. Los geht's! Der Luftraum gehört euch! Der Flugzeug eröffnet! Aha! Die Landung ist die nächste Stunde weg. Das ist rum. Aber jetzt bitte frei! In diesem Falle die elektrische Pilatus Porta PC6. Auch eine sehr bekannte Maschine allgemein, also nicht nur bei den Modellfliegern, sondern auch manntragend. Die Pilatus Porta ist ein absoluter Exportschlager auf der ganzen Welt und natürlich bei den Modellfliegern sehr, sehr beliebt. Und die schwebt ja rein und setzt mit dem 6. Landeplatz auf. Ja, Hannes, das wird mein erster Part. Also wir haben uns jetzt einmal geeinigt, dass wir das abwechselnd machen, das Ganze. Einmal der Hannes, einmal der Franz, so werden wir das über die Runden kriegen. Abspulen, die haben sich was gedacht dabei. Musik und schöner Kunstflug oder wie auch immer von den Modellen vorgetragen, ist ja ganz, ganz besonders toll anzuschauen. Und da geben wir natürlich jedem die Chance. Er hat sich eine tolle Musik ausgedacht. Hier sind Flug und jetzt einmal einen riesen Applaus, meine Damen und Herren. Die letzte Schleppmaschine ist gelandet. Sie haben uns sehr, sehr herzlich begrüßt. Und nach einer kurzen Warmlaufphase kann er abheben, wo der große Hubschrauber steht. So, aber jetzt zurück zum Gerhard, der mit seiner EC-135 wieder, und das ist natürlich eine Entwicklung der Firma Eurocopter, hat natürlich auch im Original für die Geräuschreduzierung maßgeblich beigetragen. Ein riesen Ding, dieser EC-135 mit 3,20 Meter großem Durchmesser, schon einer der größten Hubschrauber. Auch natürlich das Gewicht mit 49 Kilo, nicht ohne, da braucht dieses Gerät nicht bereit, schon der Behörde abgenommen werden. Der Konstruktionsgewicht der muss natürlich den Prüfern vom Bundesamt und den Vorschriften entsprechend gebaut hat, sondern dass er das diesen Flugmodell auch dementsprechend fliegen kann. Also da ohne ist es nicht mehr in dieser Größenordnung. Die 135, die jetzt hier vorsichtig vorgeschlagen wird, würde man nicht wissen, dass es sich um ein Modell handelt, dann würde ich sagen, ja, das ist eigentlich das Original. Diese Geräuschkulisse passt perfekt. Kunstflugformation.
Show. Das war die Lisa, die jetzt gelandet ist. Das Original ist krank, also richtig eine weltbekannte Kunstwissenschaft. Es wird jetzt Zeichen geben, gelingt den Flug der Christi, Pilot Christoph Heider. Und mit dem letzten Ton der Musik hat der Walter seinen Airwolf hingesetzt. Und zuerst beim Rückenflug, da haben wir ganz genau gesehen, in der Luft zu bewundern. Vor allem diese Präzision deiner Flugfiguren. Dankeschön, Walter Schäfbenker. Die Veranstaltung auch ein bisschen bringen, was von dem Film auch leistbar ist. Also da kommt die uns verändert, das Ganze unfinanzierbar. So ist es aber nicht, man kann mit mittlerweile. Und den Flieg der Räder. Ja. Thank you.
Vater Franz mit seiner Ente 39. Thank you.